stehen hier vom CR7 Hotel in Madrid. Und wir sind hier vom Messi Hotel in Barcelona. Wir klären heute endgültig die GOAT-Debatte zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Dafür haben wir uns extra in zwei verschiedene Städte aufgeteilt. Aber nicht, um herauszufinden, wer fußballerisch besser ist, sondern wer das bessere Hotel hat. Bevor ich aber mit Mo das CR7 Hotel überhaupt betrete, muss ich auch mal in den Madrid-Store, der direkt nebenan ist. Und das Trikot vom GOAT muss man sich natürlich nicht erst kaufen. Das hat man schon drunter. Kleiner Einkauf erledigt. Man muss natürlich auch mit dem Ronaldo-Trikot rein. Und jetzt können wir rein, oder Mo? Ja, ab geht's. Ab geht's. Ne? Wir sind jetzt hier beim Check-in. Es ist allerdings noch ein bisschen voll. Das heißt, wir gucken uns mal in der Lobby um. Schuhe von Ronaldo, ein Ball von Ronaldo, ein Ronaldo von Ronaldo. Und das finde ich am besten. Also Messi hat auf jeden Fall mehr davon, ne? Just saying. Erstmal in den Aufzug. Check-in hat ein bisschen gedauert. Wir sind auf Etage 6. Eigentlich wollte ich auf die 7. Was sagst du zum Check-in? Check-in war ein nice Ambiente, die war übelst nett. Die war sehr freundlich. Ne? Hast du noch mal gefragt? Mach ich gleich. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst, ich bin ein größter Ronaldo-Fan. Ich erwarte einiges. Checken wir jetzt erstmal die Zimmer aus. Ich bin sehr gespannt. Messi ist auf jeden Fall der bessere Fußballer, ne? Scheiße, 500 ist so hochgefahren. Scheiße. Wie kommst du auf die 6? Ich weiß nicht. Abgesehen davon, dass es hier extrem dunkel ist, fällt gar nicht so sehr auf, dass das Hotel von Messi ist. Also hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es von ihm ist, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Sehr, sehr gespannt. Das ist falsche Rum. Was ist das, Leute? Das ist 5-2-4-5-1-4. Wenn das jetzt nicht unser Zimmer ist, weiß ich auch nicht. Für versteckt. Ja! Okay. Alter, unnormal. okay. Im Hotelzimmer. Nee, sieht schön aus, sieht schön aus. Oh ja, das ist so geil. Das ist geil, Alter. Das ist geil. Endlich mal ein geiles Zimmer, endlich mal. Also wenn man hier baden geht, dann kann man den anderen auf jeden Fall noch beobachten. Ach du Scheiße. Das ist ja super. Das ist es, Leute. Und der Ausblick auf hier, das ist so die Kö von Madrid, kann man sagen. Muchas gracias, afición. Eso es para vosotros. Geh doch mal in die Badewanne und wir testen, wie das so später ist, wenn du dann baden gehst, weißt du? Nackt oder? Ja, kannst du ruhig noch angezogen werden. Ja, okay, dann lass ich das erstmal noch an. Holzi würde sich eine Wanne genehmigen, ich würde jetzt hier im Bett chillen und wir können Augenkontakt dabei halten. Das wäre doch geil. Junge, deswegen ist Messi der GOAT. Das ist doch Hammer. Oh, wir zeigen es euch mal ganz genau hier in einer kleinen Montage. Bums-Test. Ah. Oh yeah, boah. Hat der Ronaldo bestimmt auch schon die eine oder andere, ne? Die oder Gina da verführt. Also das Hotelzimmer hat auf jeden Fall auch nicht so viel mit Messi zu tun, außer eine Sache. Es ist echt mini und Messi ist ja auch ziemlich klein, ne? Deswegen passt das auch zumindest für meine Größe. Die erste Amtshandlung hier im CR7 Hotel ist, wir machen jetzt ein schönes YouTube-Video an für CR7. Die Kenner unter euch, die werden es kennen. Leo Messi! Leo Messi, donde está? Ich frage mich halt, ob das bei den Jungs auch so ist, weil Ronaldo ist ja dafür bekannt, dass er sich so gerne in den Mittelpunkt stellt. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da wahrscheinlich überall irgendwie so Trikots oder was auch immer von ihm rumhängt. Das stimmt, aber ich meine, das ist ja auch das, was Messi so sympathisch macht, ne? Dass er so bodenständig ist und so humble. Das stimmt. Ankara Messi, Ankara Messi! Bewertung vom Zimmer. 9 von 10. Ich muss aber sagen, ich finde es super geil. Es ist ja immer ganz objektiv betrachtet, ohne Ronaldo im Hintergrund. Ich liebe so moderne Zimmer, deswegen. Mir fehlt nur noch wirklich so ein Bild von Ronaldo hier über dem Bett, dann wird 10 von 10. Ich sag auch 9 von 10. Da sind wir uns ja einig, ne? Ja. Klasse. Aber wir haben ja noch ein paar Sachen, die es im Hotel gibt. Normal, eben. Weil jetzt das Geile. Letztes Mal waren wir Domo Hotel, da gab es original gar nichts. Und jetzt können wir mal richtig schön erkunden, was dieses Hotel hier so hat. Gerade ein Abwursten gewesen, ey. Mal gucken, wo der Tom schon wieder ist. Also, was machst du da Schönes? Ich wollte die Sachen auspacken jetzt. Ach du Schande. Was? Junge. Was? Merkst du eigentlich noch was? Was denn? Junge, schämst du dich nicht hier so hinzukommen, so angezogen?
Komm auf deine Hose, Kollege. Komm auf deine Hose. Wegen Madrid? Ich finde die Farben cool so. Ja, Junge, du kannst doch nicht mit einer Madrid-Hose hier im Messi-Hotel sein. Das geht ja gar nicht. Weißt du, woran man merkt, dass das Ronaldo-Hotel ist? Unsere Schilder. Unterschied. Sü! Sü! Schauen wir uns mal noch an, was wir für einen Ausblick vom Badezimmer haben. Ach du Scheiße! Digga, was ist das? Junge, was ist das? Hat da Ronaldo hingeschissen oder was? Was ist das denn, Digga? Was ja? Ach du Scheiße, Digga. Was ist das denn? Junge, muss man erst mal sauber machen, was? Junge, was? Jetzt geht's erstmal ganz nach oben zum Rooftop. Mal sehen, was uns da erwartet. Schöne Frage an die Zuschauer, ne? Wir befinden uns im dritten Stock. Und meint ihr, man würde diesen Sprung schaffen und den Pool treffen? Ich sage, mit ganz, ganz viel Anlauf und ein bisschen Fantasie ist das möglich. How can I help you? Do you know where the swimming pool is? It's in the other side, but it's not open. It's not open. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade verstanden habt, aber die Frau sagt einfach, der Pool ist zu. Weil es zu kalt ist. Da habe ich einfach das Glück, in einem geilen Hotel zu sein hier. Und der Pool ist zu. So, wir sind jetzt hier auf der Rooftop-Bahn angekommen. Wie ihr sehen könnt, sind wir echt nicht weit vom Meer entfernt. Also der Vibe ist wirklich mega geil. Wir testen jetzt mal das Essen hier. Mal schauen, was sie zu bieten haben. Ey, diese Stadt hat es uns einfach angetan. Diese Stadt ist so nice. Madrid, eine der geilsten Cities, und dieses Hotel hat es schon in sich, Alter. Was ein Zufall. Da öffnet man gerade Instagram hier im Messi-Hotel und das Erste, was ich sehe, ist der beste Fußballspieler aller Zeiten. Wer ist denn da? Lass du das doch fragen, Muss. Lass du das doch fragen. Rhetorische Frage. Oder was ist für ein Kicker? Kicker, was? Noch nie so einen großen, ja, langen Kicker. 20 Leute, die spielen. 8 Leute können hier spielen. Guck mal, hier steht doch einfach Kiss the Sky. Ey, Tom, weißt du eigentlich, wie ich mit zweiten Vornamen heiße? Mit zweiten Vornamen? Ja. Nee. Sky. Ja, gut. Dass jetzt der Pool zu ist, kann natürlich keiner wissen. Das fuchst mich jetzt echt ein bisschen. Ich werde leicht zum Messi-Fan. Egal, wir werden jetzt ein bisschen chillen hier, weil die Sportsbar und so macht dann später auf. Und dann checken wir das mal ab. Die soll auch sehr geil sein. Und in der Zwischenzeit mache ich einfach ein paar Tschüss. 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 Wir haben jetzt hier die Karte bekommen und was uns sehr ins Auge gesprungen ist, ist das hier. Milanesa, Leo Messis favorite dish, also für die nicht englischsprachigen Leute sein Lieblingsessen. Glaubst du, das ist Zufall, dass es auch eines der teuersten Sachen hier ist? Egal, ich würde sagen, wir bestellen das beide, oder? Wir müssen das auf jeden Fall bestellen, aber okay. Wir müssen auch noch was anderes nehmen. Was ist, wenn das nicht schmeckt? TR7 Hotel geht natürlich nicht ohne ein Gym. Komm mal, für die Gangs. Boah, das sieht überclean aus. Boah, noch keiner hier. Jackpot, I love it, man. Boah, das ist über nice. Guck dir das an, Digga. Das ist so nice. Das ist einfach so ein Spiel, Digga. Where is CR7? Ich würde sagen, ich mache jetzt ein Workout und du suchst hier CR7. So, unsere Vorspeisen sind schon gekommen. Was hast du da Schönes? Guck mal hier, irgendwas mit Oktopus, Kartoffelpüree und ganz, ganz viel Öl. Ist aber noch nicht das Lieblingsgericht von Messi. Das kommt gleich noch. Ja, die Kollegen hatten leider nur 14er Anteln. Eigentlich brauche ich 24er, aber Bruder, was willst du machen, ne? Weil wenn er es mit Gewichten macht, dann geht das danach viel einfacher. Falls ihr euch fragt, warum C Ronaldo da steht, die im Real Madrid Store, die wollten mir nicht Ronaldo da drauf machen. Die meinten, geht nur C Ronaldo. Außer du heißt Ronaldo, dann geht's. Dann hab ich dir den Pass gezeigt. Lucas Ronaldo, mein Name. Das ist also das Lieblingsgericht von Messi. Schmeckt sehr gut. Probier du mal. Oh, was heißt? Ja, aber echt lecker. Also Real Talk, echt nice. Gute Übung vom Mo für den Trizeps. Und dabei kann ich hier noch Ronaldo suchen. Ich werde ihn finden. Das Workout wird nicht enden, bis wir Ronaldo gefunden haben. Ja,
Also wir sind fertig mit dem Essen und auch mit der Welt. Es ist viel, viel zu warm. Deswegen gehen wir jetzt gleich an den Pool. Aber man muss sagen, Messi hat echt einen guten Geschmack. Also das Essen war echt lecker. Er hat ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Aber die Frage ist, gibt es nur einen auf der Wand oder mehrere? Das heißt, da müssen wir wohl noch länger trainieren, denn da sind auch noch ein paar Ronaldos. Gönnt euch das bitte. Da ist einfach schon das Meer. Oder ich kann euch noch was sagen gerade, ich bin so am Schwitzen. Wenn ihr wüsstet, wie Holzis Glatze gerade am Glänzen ist, ihr würdet euch totlachen. Oder minimal am Sweaten, ne? Also wir haben auch hier 34 Grad, das ist halt wirklich anders. Das scheppert richtig rein. Kann man sich auch schon perfekt auf Sonntag aufs nächste Spiel vorbereiten. CR7 hat einfach an alles gedacht. Niemals ist es so im Messi-Hotel. Niemals gibt es sowas da. Das ist das Beste für die Kreisliga, ne? Ich würde, das ist das Kreisliga-Hotel. Wie neu geboren, tauchst du da Sonntag auf. Ja, wo war der Junge? Wo war der Junge? War der Kur? War der Reha? Ich war CR7-Hotel. Da macht sich der Erste schon nackig hier, ne? Erfrischend? Ist erfrischend, ja. Immerhin. Kleines Workout beendet. Jetzt in dem Pool wäre so nice, Alter. Leider gönnen die nicht. Den Spaniern ist das irgendwie zu kalt. Uns wäre das scheißegal, Alter. Wir gehen auf Eisbaden. Also der Pool ist schon mal eine 10 von 10. Aber wir wollen jetzt auch mal ins richtige Wasser gehen, ne? Ja, hier sind wir auf Stockwerk 7 und hier wird Fairplay großgeschrieben. Auf unserer Etage ist übrigens Endurance das Motto. Das heißt Durchhaltevermögen. Das musste ich jetzt gar nicht googeln. Also Freunde, der Hauptunterschied der Hotels ist auf jeden Fall die Lage. Ja? Das Penaldo Hotel ist mitten in der Innenstadt von Madrid. Und das Hotel vom Goat ist einfach 100 Meter vom Strand hier in Barcelona entfernt. Könnt ihr selber entscheiden, wessen Hotel das bessere ist, oder? Langsam echt mal Hunger und es wird Zeit, das Restaurant von CR7, CR7 zu testen. Let's go! Oh scheiße, nochmal. Let's go! Ah, warte mal, wieder nicht drauf. Let's go! Okay. Ah, scheiße. Noch einmal. Let's go! Nee, war wirklich nicht drauf, ja. Ja, Leute, wir waren jetzt gerade mal hier ein bisschen am Strand und uns ist aufgefallen, dass die Frauenquote dort ein bisschen sehr gering ist, wenn ihr versteht, was wir meinen. Das hat auch einen Grund, denn wir haben noch ein bisschen gegoogelt und zwar ist der Strand, der direkt vor Lionel Messis Hotel ist, einfach einer der größten LGBTQ-FKK-Strände Spaniens. Was jetzt für mich bedeutet, dass es eigentlich noch ein weiterer Grund ist, warum das Messi-Hotel einfach geiler ist als das Ronaldo-Hotel, oder? Period. Schönes Ambiente hier. Ich hoffe, das hier ist die Karte, Digga. Es wird jetzt gescannt. Ich hoffe, hier gibt's was zu fressen, Digga. Ja, ja, hier gibt's was. Boah, ja, hier, Karte. Karte. Nice, nice, nice. Guck mal hier, so mit Abschluss, Freistoßtaktik, zack, da in Tor rein. Wir werden schon was finden. Was ich bei diesem Hotel auch so geil finde, ist, alles ist natürlich so ein bisschen auf CR7 gebrandet. Und dann hier so zum Beispiel CR7 Signature Ballon d'Or Cocktail. Vanillesirup, Passion Fruit Syrup, Passion Fruit Juice, Lime Juice und so ein Shit. Ballon d'Or heißt der. Ballon d'Or. Ich trinke den Ballon d'Or Cocktail und dazu ein CR7 Club Sandwich. Na, ich bin ja so ein Burger-Fan. Und die haben natürlich den Grand Cheeseburger hier. Und den werde ich hier testen. Ja. Und dann gucken wir mal, ob das ein richtiger Burger ist oder ob das ein Flop ist. Der hat auf jeden Fall auch sehr viel mit CR7 zu tun, ne? Ah ja, aber was sollen wir jetzt machen? Aber man muss auch ein bisschen testen. Also ich nehme einfach alles, wo CR7 im Namen steht, und Mo testet den Rest. Die Classics halt, ne? Burger kann man auch machen. Und wir schauen, ob der gut ist. So, erste und letzte Nacht ist direkt rum. Wir haben auf jeden Fall ganz in Ordnung geschlafen. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen müde. Oh mein Gott, das Zimmer ist halt auch kuschelig, ne? Aber was ist eigentlich mit Tom los? Der ist einfach immer noch am Schlafen. Wir wecken jetzt den Kollegen mal, ey. Mach mal hier auf. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ich muss aber sagen, Bedienung nicht so top. Wir sitzen jetzt hier 10 Minuten, Hunger des Todes, keiner kommt. Ronny, da musst du auf jeden Fall nochmal neue Leute hier einstellen. Das geht so nicht. Ich muss den einen oder anderen mal eine Bombe geben, damit er mal wieder richtig arbeitet. Weißt du, das ist schon hier grenzwertig. Nehmen sich zu viel raus hier, die Leute. Also, Kollegas, ob das hier jetzt 4 Sterne ist? Time for the breakfast. Das ist Fleisch von Cristiano Ronaldo, sag mal. Na gut, man kann es ja nicht so gut schmecken. Okay, nachdem mir eine Taube wirklich so ein Stück über den Kopf geflogen ist, kam auch endlich der Kellner. Mo bestellt einen Cocktail und der sagt einfach so, ey, du weißt schon, der ist ohne Alkohol, ne? Ja, stand aber, wenn ich 4 Euro draufzahle, ist da Alkohol drin. Aber guck mal, du hast schon so einen Status, Digga. Du bestellst alkoholfreien Cocktail und der Kellner sagt schon direkt, der ist ohne Alkohol, ne? Der weiß schon, der Mo will sich hier reinzwirken. Das ist die Stadt hier, die wollen, die machen einen zum Alkoholiker, weißt du? Normal, du bestellst alkoholfreien Cocktail, ja, juckt ja niemand. Die sagen hier, Mo,
Der ist ohne Alkohol. Geht's dir gut, Bruder? Mir geht's sehr gut. Jetzt aber hast du natürlich einen anderen bestellt. Er hat mir Empfehlungen gegeben für Dark Brown Spicy. Jetzt probieren wir den mal, ne? Lass schon reinsitzen. Nee. Der meinte, das ist der Beste. Okay. Der Beste, den es hier gibt. Ich bin sehr gespannt und ich krieg den Ballon d'Or. Und er kommt jetzt. Der Ballon d'Or. Bruder, was ist das für ein wildes Ding, Junge? Guck mal, wie es da runter geht. Wir machen jetzt mal eine ganz gefährliche Aufnahme. Schau mal die Kamera hier. Prost auf CR7, den besten Fußballer, der jemals gelebt hat und jemals leben wird. Ich muss sagen, schmeckt gut, aber das Ding kostet einfach 16 Euro. Ja, Leute, nachdem wir jetzt uns echt den Magen verschlagen haben, muss das Ganze natürlich mal wieder abtrainiert werden. So wie der Messi, der ist ja auch deutlich kräftiger als Ronaldo, würde ich sagen, ne? Ja, kann man so sagen. Hier ist das Gym. Checken wir es mal ab. Oh, ah. Das ist besser als in den meisten Hotels. Das stimmt, ja, für Hotelchen echt krass. Essen ist gekommen und es sieht brutal aus, Leute. Das hier ist das CR7 Club Sandwich. Und der Mo. Gib dir den Burger. Wie geil das aussieht, Junge. Bruder, ich habe diesen Burger direkt weggefressen. Der war wirklich Real Talk, einer der besten Burger, den ich jemals gegessen habe, ne? Also Mo liebt den Burger, ich sage auch, eins der geilsten Sandwiches. Aber allgemein auch das ganze Hotel, das ist wirklich ein super Hotel. Boah Leute, CR7 Hotel oder Messi Hotel, wo wärt ihr jetzt lieber? Seid ehrlich. €64 hat das Ganze jetzt gekostet, ist schon happig, aber geht tatsächlich noch. Dafür, dass es echt krass war, sehr stabil auf jeden Fall. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches Hotel ihr besser findet, unabhängig jetzt vom Spieler, also wo ihr einfach lieber wärt. Also ich muss sagen, ich fand das Hotel ziemlich nice, die Lage hat halt komplett gecarried. Das Zimmer ist jetzt nicht so besonders, ist klein, aber die Lage hat sehr gut gecarried, also hier am Strand zu sein. Ich denke mal, da sind wir dem Ronaldo Hotel auf jeden Fall so einen Schritt voraus gewesen. Ich bin komplett geflasht, Digga. Ich bin positiv überrascht. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich muss auch sagen, das Hotel an sich hat erstmal nicht wirklich viel mit Messi zu tun. Das haben wir schon an der einen oder anderen Stelle betont. Und die Lage ist halt unnormal. Mit Strand und allem Wetter war top. Aber Hotel an sich kann man machen, muss man nicht. Aber am Ende des Tages sage ich dazu nur eins. Ankara Messi. Messi, kannst du das auch? Messi kann nicht mal hier drüber gucken über diese Dinge. Bei Messi wäre so, Digga. Bei Holzi wahrscheinlich auch. Der Holzi und Messi sehr ähnlich. Und der Gym war echt geil. Der Gym. Der Gym war geil. Das Gym. Und Messis favorite Dish hat mir auch gefallen. Und die ganzen Männer hier auch, ne? Ah, natürlich.